Es ist so, dass natürlich Erik und ich uns viele Gedanken machen über die Kaderzusammenstellung. Dort sind sportliche Gründe an erster Stelle zu nennen, aber natürlich auch emotionale Rollenbilder innerhalb des Teams. Wie funktioniert eine Mannschaft? Was braucht sie? Wie viel wird von jedem investiert in eine Mannschaft? Ich kann bestätigen, dass ich natürlich ein Bild dieser EM-Mannschaft schon voll im Kopf habe und dass es auch bei vielen Positionen keine Überraschungen in dem Maße geben wird. Aber trotzdem gibt es zwei, drei Positionen, wo einfach die Entscheidung noch nicht gefallen ist, wo es noch ein enges Gerangel gibt. Dann ist aber auch vor allen Dingen wichtig, dass alle 28 zu dem Team zählen, dass alle 28 auch irgendwo in einem Austausch bleiben werden. Und dann wollen wir natürlich mit den 18 Leuten richtig Fahrt und Schwung aufnehmen. Jogi Bitters keine Backup-Variante als solche, sondern ich bin froh, dass ich vier gute, sehr gute Torhüter zur Auswahlmöglichkeit habe. Wir haben die vier stärksten in unseren Augen der Liga und auch der polnischen Liga mit Andy Wolf nominiert. Und auch darüber bin ich froh, dass ich diese Entscheidung, was die Zweierkonstellation, was das Torwartgespann, wo wir ein sehr gutes brauchen werden für die Europameisterschaft am 20. Dezember bekannt geben werden.